Schönen guten Morgen. Wir haben jetzt begonnen, mit messbaren Abbildungen zu arbeiten. Und was wir gesehen haben, ist, wie man insbesondere jetzt nachprüfen kann, dass eine Abbildung zum Beispiel eine Zufallsvariable ist. Was wir jetzt aber machen wollen, ist nicht nur nachzuprüfen, schon indirekt, aber auf eine andere Art und Weise, dass etwas der Messbarkeitsbedingung genügt, sondern wir wollen jetzt sehen, wie man Abbildungen zusammenstöpselt aus messbaren Abbildungen, sodass das Ergebnis wieder messbar ist. Ihr solltet es ganz ähnlich wie bei Stetigkeit sehen. Bei Stetigkeit hat man zunächst die Definition, dann überlegt man sich, wie kann man das nachprüfen, und dann schaut man aber, dass man richtig das Baukastenprinzip zur Anwendung bringt. Man zeigt zum Beispiel, dass die Hintereinanderausführung von stetigen Funktionen stetig ist, dass die Summe von stetigen Funktionen stetig ist, das skalare Vielfache und so weiter und so fort. Oder? Und genau das gleiche Prozedere wollen wir jetzt mit messbaren Abbildungen machen, und als erstes wollen wir uns das für die Hintereinanderausführung überlegen. Das heißt, was wir ganz gerne hätten, ist, wenn wir zwei messbare Funktionen miteinander hintereinander ausführen, dann soll das Ergebnis wieder messbar sein. Also, wir schauen uns an die Komposition von messbaren Abbildungen. Und wir hoffen ganz, ganz stark, das Ergebnis wird wieder messbar sein. So, wenn wir jetzt was hintereinander ausführen möchten, dann braucht man nicht nur einen Definitionsbereich und einen Bildbereich für eine Abbildung, sondern wir brauchen es gleich für zwei. Und insgesamt gibt es also jetzt drei messbare Räume. Also Omega 1 sollte ich es dann besser nennen, Omega 1 F1, Omega 2 F2 und ein Omega 3 F3. Das sollen also hier messbare Räume sein. Und ich zeichne mal sowas in der Richtung hin. Hier haben wir also Omega 1, da irgendwo Omega 2 und keine Ahnung, so schaut Omega 3 aus. Und da dazwischen sollen jetzt Abbildungen gegeben sein. Also zum einen von hier nach da, sagen wir, gibt es eine Abbildung X und auf Omega 2 gegeben eine Abbildung Y. So, das setzen wir jetzt auch voraus. Was haben wir noch gegeben? Wir haben also x ist definiert auf Omega 1, nimmt Werte in Omega 2 an. Und was haben wir noch gegeben? Y, das schnappt sich dann in diesem Bildbereich wieder Argumente und bildet nach Omega 3 ab. Also so, wie wir es da drüben sehen. Und jetzt setzen wir natürlich über die was voraus, die sollen messbar sein. Also das hier sollen messbare Abbildungen sein. Also wir haben messbare Räume, messbare Abbildungen. Und was wir jetzt sehen, wir können die Hintereinanderausführung bilden. Wir können also zuerst mit x von Omega 1 zu Omega 2 gehen und dann y drauf anwenden. Also was jetzt definiert ist, ist die Hintereinanderausführung. Und es gilt noch mehr, y nach x, diese Hintereinanderausführung, die geht jetzt also von Omega 1 nach Omega 3 und bildet ein kleines Omega, nennen wir es 1, ab auf y von x von Omega 1. Das hier ist die Behauptung, ist auch eine messbare Abbildung. Und jetzt müsst ihr aufpassen, ja, messbar in welchem Sinn? Immer bezüglich der Sigma-Algebra F1 hier im Definitionsbereich und F3 hier im Bildbereich. Das ist also die Aussage. Und nochmal auf gut Deutsch, Hintereinanderausführung von messbaren Abbildungen ist messbar. Es wäre irgendwie nicht schön, wenn es andersrum wäre. So, jetzt probieren wir das intuitiv sofort zu verstehen, warum es da keinen Zweifel dran gibt. Was muss man denn für Messbarkeit tun? Man muss sich ein Element hier der Sigma-Algebra schnappen. Also das ist eine Teilmenge in Omega 3, die messbar ist. Und sagen wir mal, wir würden uns jetzt hier so ein, keine Ahnung, A3 aus F3, so könnte man es nennen, schnappen. Messbare Abbildung da. Und was müssten wir jetzt garantieren? Wir müssten garantieren, wenn wir jetzt das Urbild bilden, schwupp, dann landet man nämlich irgendwo da, dass dieses Urbild, was sich ergibt, dass das hier auch wieder eine messbare Menge ist. Und was ist das Urbild hier? Wir müssen das Urbild von y nach x von diesem AB bilden. Also hier dazwischen agiert die Abbildung y nach x, die bildet so rüber ab, und wir müssen wieder zurück mit der Urbildmenge. Achtung, nicht inverse, ich sage es immer dazu, gell? Mit der Urbildmenge gehen wir wieder zurück. Also, so müssen wir wieder zurückkommen und dann kriegen wir hier eine Menge. Gibt es eine Frage? Ah, ja, A3 heißt, genau, besser, danke. Sollte A3 heißen, dankeschön. Okay,
Also wir nehmen eine Menge im Bildbereich, die messbar ist, schaufeln die zurück in den Definitionsbereich und dann müssen wir sehen, das hier liegt wieder in der entsprechenden Sigma-Algebra. So, wie kommen wir denn aber zunächst einmal von hier in die mittlere Menge rein? Na, wir können ja gerade so gut hergehen und uns mal anschauen, wo landet man denn, wenn wir zunächst das Urbild dieser Menge unter y betrachten. Oder y ist nämlich eine messbare Abbildung und wir wissen, wann immer wir hier eine messbare Menge nehmen, dann transportiert das es zurück auf eine messbare Menge. Das ist hier die Idee. Das heißt, wir haben y hoch minus 1 von a3 und das Wichtige ist, da wissen wir jetzt aber was. Was wissen wir über y hoch minus 1 von a3? Na, wenn y messbar ist, dann muss das in wo muss das liegen? In F2. Weil das Urbild einer messbaren Menge unter einer messbaren Funktion und y ist als messbar vorausgesetzt, ist wieder messbar, was aber bedeutet in dieser Sigma-Algebra F2. Ihr müsst aufpassen, y, das geht von Omega 2 nach Omega 3, hier ist die Sigma-Algebra F2 zuständig. So, was müssen wir jetzt tun? Na, jetzt müssen wir schauen, wohin wird diese Menge abgebildet? Und zwar unter der Urbildmenge. Wir wenden jetzt die Urbildfunktion x hoch minus 1 noch einmal an. Und welche Frage stellt sich jetzt? Ja, kommen wir genau auf die gleiche Menge da drüben. Wenn wir nämlich jetzt genau auf die gleiche Menge kommen, sind wir fertig. Warum? Weil wir nehmen uns jetzt diese Menge und betrachten das Urbild unter x. Also nochmal, wir nehmen jetzt diese Menge da, schupfen nochmal x hoch minus 1 drauf. Also y hoch minus 1 von a3, davon noch einmal die Urbildmenge. Jetzt ist x aber selber wieder eine messbare Abbildung. Das hier liegt also in F2 und eine messbare Menge unter einer messbaren Abbildung ist wieder eine messbare Menge, was bedeutet in F1. Und jetzt fehlt bloß nur eine Kleinigkeit. Die Kleinigkeit, die fehlt, ist das das richtige Urbild? Ist das wirklich das, was ich kriege, wenn ich direkt mit der Hintereinanderausführung zurückgehe mit der Urbildfunktion? Also die letzte zu klärende Frage, was ist das hier? Gibt es wirklich dasselbe? Ja, aber das wisst ihr seit dem ersten Semester. Was passiert denn, gilt genauso für die Umkehrfunktion, die es hier bitte nicht geben muss, aber was passiert denn hier für das Urbild der Hintereinanderausführung? Was gibt denn das? Na, da dreht sich die Reihenfolge um. Also das ist x hoch minus 1 von y hoch minus 1 von eben dieser Menge. Und damit sind wir aber fertig. Weil wir gesehen haben, wir können einfach sukzessive mit unseren messbaren Abbildungen zurückgehen und kriegen also wieder etwas, was in der ursprünglichen Sigma-Algebra im Definitionsbereich liegt. Und das hier gilt sogar für alle, haben wir jetzt gesehen, a3 aus f3. Und das ist genau die Messbarkeitsbedingung. Also für alle a3 aus f3 gilt, dass dieses Urbild jetzt also in f1 ist und damit haben wir die Messbarkeit gezeigt. Und ich finde, dieses Bild sagt irgendwie alles, oder? Man muss also insgesamt mit der Hintereinanderausführung mit der Urbildfunktion zurückgehen. Man kann das aber sukzessive über die einzelnen messbaren Abbildungen machen. Die erhalten immer Messbarkeit und dann kriegt man es auch für die Hintereinanderausführung. Habt ihr dazu mal Fragen? Also, Beweis ist eine Sache, aber was man sich wirklich, wirklich merken sollte, ist, Hintereinanderausführung von messbaren Funktionen ist messbar. Das werden wir jetzt oft, oft brauchen. Und ich denke aber, wenn man die Voraussetzungen hingeschrieben hat, dann hat man fast schon den Beweis hingeschrieben. Also wenn ich die Voraussetzungen hinschreiben möchte, dann male ich mal genau die Skizze und die Skizze liefert aber fast schon den Beweis. Keine Fragen hierzu, oder doch? Falls nur eine auftaucht, könnt ihr euch natürlich melden. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir mal Folgendes gebastelt. Wir können jetzt also beliebige messbare Abbildungen nehmen und sie hintereinander ausführen. Es bleibt messbar. Jetzt wollen wir aber mehr machen. Wie gesagt, wir denken wieder so wie bei stetigen Funktionen, hätten wir zum Beispiel jetzt gern, dass die Summe wieder messbar ist, dass das Produkt wieder messbar ist. Und wir wollen uns insgesamt jetzt halt einige Eigenschaften von solchen messbaren Funktionen anschauen. Wie zum Beispiel, ist das Produkt wieder messbar, ist die Summe wieder messbar und so weiter und so fort.
Also, das hier ist das nächste, was wir jetzt genauer anschauen möchten. Im Prinzip, der Satz, der da drüben steht, ist schon so eine Eigenschaft. Abgeschlossenheit unter der Hintereinanderausführung der Messbarkeit. Und jetzt wollen wir mehr haben. Und was wir jetzt natürlich immer annehmen, damit man es nicht jedes Mal dazu schreiben muss, Omega F sei ein messbarer Raum. Jetzt haben wir also einen messbaren Raum gegeben. Und jetzt schauen wir uns eben auf diesem messbaren Raum bestimmte Abbildungen an. Und das nächste, was wir mal tun möchten, ist, wir möchten jetzt nicht nur eine solche Abbildung anschauen, sondern einen ganzen Vektor davon, wenn man so will. Was haben wir gegeben? Es seien, oder genauer seien, gegeben x1 bis xd von Omega nach L messbare Abbildungen, Abbildungen zunächst einmal, also einfach nur Funktionen. Also ihr habt jetzt d Funktionen gegeben. Und am besten stellt ihr euch immer vor, ihr habt einen Wahrscheinlichkeitsraum im Definitionsbereich. x1 könnte dann zum Beispiel, so stellt ihr euch das jetzt vor, die Körpergröße einer zufällig ausgewählten Person angeben. x2 gibt vielleicht an, das Körpergewicht, x3, weiß ich nicht, so die Parteizugehörigkeit, keine Ahnung, ein weiteres Merkmal, wie man sagt, dieser Person. Und da können Sie natürlich einen wahnsinnig langen Vektor erstellen. Augenfarbe, Haarfarbe, irgendwie kodiert als reelle Zahlen. Also da gibt es wahnsinnig viel, was man jetzt da reinstecken könnte. Und die Frage ist, kann ich das jetzt nicht auch als Vektor auffassen? Und das machen wir jetzt auch. Also betrachte jetzt die Abbildung. Groß X. Und Groß X soll Folgendes tun, das soll einfach x1 bis xd zu einem Vektor zusammenfassen. Nach wie vor starten wir in Omega, wenn wir jetzt aber einen Vektor draus basteln, dann gehen wir nach rd. Und wir schnappen uns ein kleines Omega und nona, wir bilden das ab auf den zugehörigen Funktionswert, den wir jetzt aber definieren müssen. Und was soll x von Omega sein? Na, dann nehme ich einfach diese Komponentenfunktionen. In die erste stöpsel ich den Zufall, kommt eine reelle Zahl raus und so weiter und so fort, bis ich bei der Deten angekommen bin. Und das hier liefert einen sogenannten Zufallsvektor. Also so sagt man dazu. Und wenn man Messbarkeit gegeben hat und einen Wahrscheinlichkeitsraum, dann spricht man auch hier von einer vektorwertigen Zufallsvariable. Aber Achtung, Achtung, wir haben jetzt noch nicht Messbarkeit. Wir wollen uns nämlich jetzt überlegen, wann ist so ein Zufallsvektor wirklich ein Zufallsvektor, wann hat er den Namen verdient, oder? Und so wie bei Zufallsvariable braucht man dann Messbarkeit dazu. Das ist also hier das Wichtige. Also Zufallsvektor bitte da also falls messbar. Gell? Also falls Messbarkeit erfüllt ist und das müssen wir uns jetzt überlegen. Also so Klammer in der Klammer noch einmal dazu. Also man muss vorsichtig sein, man kann es von mir aus jetzt schon Zufallsvektor nehmen, aber das Gebräuchliche ist, dass man schon die Messbarkeit dazu verlangt. Na gut, ihr stellt euch nochmal Folgendes vor. Omega ist eine zufällig ausgewählte Person. Dieser Vektor beinhaltet dann alle möglichen Daten dieser Person. Körpergewicht, Körpergröße und so weiter und so fort. Und ihr wollt jetzt sicherstellen, dass ihr zum Beispiel gewisse Wahrscheinlichkeiten ausrechnen könnt, dass gewisse Daten dieser Person vorliegen, sie sich in gewissen Bereichen abspielen und so weiter und so fort. Und das, was wir jetzt aber sehen werden, ist, dass die Messbarkeit dieser Abbildung und somit auch die Möglichkeit, solche Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, gleichbedeutend ist, dass sie das für jedes einzelne Merkmal hier oben machen kann. Was bedeutet, diese Abbildung, die geht jetzt also noch einmal von Omega versehen mit der Sigma-Algebra F in den RD. Und hier nehmen wir wie immer die zugehörige Borel-Sigma-Algebra, also in dem Fall jetzt auf RD. Und diese Abbildung hier ist messbar. Und das heißt also messbar bezüglich der Borel-Sigma-Algebra im Bildbereich und dieser Sigma-Algebra F im Definitionsbereich, genau dann, wenn Folgendes gilt. Und zwar, sie ist messbar, falls alle x1 bis xds, die also von Omega F von diesem messbaren Raum nach L gehen, versehen mit der Borel-Sigma-Algebra, falls auch die alle hier messbar sind. Also, was sagt der Satz? Der Satz sagt, so ein
Zufallsvektor ist ein Zufallsvektor, also so eine Abbildung, die vektorwertig ist, ist genau dann eine Zufallsgröße, so kann man es wieder betrachten, vektorwertig, wenn es die einzelnen Komponenten sind. Oder wenn wir es ohne Zufall ausdrücken wollen, weil wir sagen, wir haben einmal nur einen messbaren Raum. Das ist also eine messbare Abbildung, genau dann, wenn die einzelnen Komponentenfunktionen messbar sind. Kommt euch das bekannt vor? Denkt wieder an Stetigkeit zum Beispiel. Das ist genau dasselbe Resultat, oder? Eine vektorwertige Funktion ist stetig, genau dann, wenn jede Komponentenfunktion stetig ist. Und ihr solltet euch immer so ein bisschen an Stetigkeit orientieren. Achtung, Messbarkeit, im Prinzip die Bedingung, die man daran stellt, die ist sehr ähnlich gestrickt. Urbilder von messbaren Mengen müssen messbar sein. Bei Stetigkeit ist es, Urbilder von offenen Mengen müssen offen sein. Und deswegen übertragen sich strukturell hier sehr viele Sätze, oder? Die müssen sehr ähnlich lauten. Also die über die Hintereinanderausführung, genauso wie die hier. Und da könnt ihr euch immer so ein bisschen entlang handeln, wenn ihr diese Parallele hier seht. Gut, wollen wir es beweisen. Wie zeigt man diese Äquivalenz? Ja, wie zeigt man meistens eine Äquivalenz? Man zeigt die eine Implikation und dann halt die andere. Manchmal kann man beides gleichzeitig zeigen, aber gut. In dem Fall machen wir uns das Leben nicht schwer. Gehen wir zuerst von links nach rechts. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, was heißt das? Was ist hier angenommen? Also Annahme, was ist hier die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass das hier messbar ist. Das bedeutet aber, also was heißt, dass x hier messbar ist? Das heißt, schreiben wir es uns nochmal hin, das heißt für jede Menge, und zwar messbare Menge im Bildbereich, also für jedes B, Borel-Menge, also in dieser Borel-Sigma-Algebra, gilt, dass das Urbild von X, also von B unter X muss ich sagen, dass das hier in F liegt. Das ist jetzt hier die Annahme. Das heißt Messbarkeit dieser vektorwertigen Funktion. Und was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass auch die einzelnen Komponentenfunktionen messbar sind. Und dazu schauen wir uns Folgendes an. Wir überlegen uns jetzt, wie man auf die einzelnen Komponenten kommen kann. Und was das erledigt, das ist eine Projektion. Ich will jetzt also, wenn ich einen Vektor in diese Abbildung reinstöpsel, die ite Komponente herausbekommen. Und das ist einfach nur eine Abbildung, die geht von Rd nach R. Die schnappt sich einen Vektor, also klein x1 bis xd, einen Vektor x, und bildet den auf die ite Komponente ab. Und i hier kann von wo bis wo laufen, na von 1 bis d. Also was macht dieses pi? Man nennt es die ite Projektion. Na, die schnappt sich den ganzen Vektor und projiziert auf die ite Komponente. Wenig spektakulär eigentlich. Aber das ist eine ganz wichtige Abbildung, in vielen, vielen Fällen, aber für uns insbesondere. Also diese ite-Komponente, weil mit der können wir auf die Komponentenfunktionen von dieser ganzen vektorwertigen Funktion zugreifen. Na, was meine ich jetzt damit? Schauen wir uns ein kleines Omega aus Groß-Omega an. Und was möchten wir uns genauer dazu überlegen? Was ist dann die ite-Komponente an der Stelle Omega? Na, was ist die ite-Komponente? Da muss ich mir einfach nur anschauen, den ganzen Zufallsvektor. Und bitte beachtet, da wird immer dasselbe Omega eingesetzt. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Also habe ich vielleicht vorher noch nicht dazu gesagt, warum immer dasselbe Omega eingesetzt. Stellt euch vor, ihr nehmt wirklich immer dieselbe Person, bei der ihr gewisse Dinge erhebt. Gell? Also ihr könnt nicht da einmal die Körpergröße vom Hans und da einmal die, weiß ich nicht, Augenfarbe vom Klaus nehmen, sondern ihr müsst immer von derselben Person eben das erheben. Also hier immer denselben Zufall einsetzen. Das ist auch wieder ein bisschen mathematisch-esoterisch ausgedrückt. Aber bitte passt auf, immer hier selbes Omega. Und das, was aber hier steht, ist gerade, jetzt halt als Zeile geschrieben, das X von Omega, oder? So, jetzt wenn es so dasteht, ist es offensichtlich falsch. Das ist eine reelle Zahl, das ist ein Vektor im RD. Aber wie kann ich jetzt zugreifen auf diese ite-Komponente von diesem Vektor? Ja, das macht genau das Pi da drüben. Das Pi geht jetzt her und nimmt sich von diesem Vektor die ite-Komponente, aber das ist gerade das Xi von Omega, was da drin steht. Also wenn ich jetzt Pi davon nehme,
dann ist es eben genau diese Ether-Komponente. Und jetzt kann ich das aber als Abbildungen auffassen, genauer als Hintereinanderausführung davon, dann nehme ich das Pi und da stöpsel ich das X von Omega rein. Was aber bedeutet, das ist Pi hintereinander ausgeführt mit X an der Stelle Omega. Was bedeutet das? Wir sehen, Xi ist eine Hintereinanderausführung von zwei Abbildungen. Nach Voraussetzung ist die hier messbar. Jetzt ist die große Frage, ist Pi auch noch messbar? Wenn Pi auch noch messbar ist, dann haben wir es erledigt, weil die Hintereinanderausführung von messbaren Funktionen ist messbar. Das ist der Plan, oder? Also nochmal, wir wissen nicht, ob das messbar ist. Wir sehen aber, wir haben hier eine Hintereinanderausführung. Für eben die innere Funktion haben wir es schon geklärt. Jetzt probieren wir es noch für die äußere zu klären, dann ist alles abgehakt. Und wie könnte man jetzt zeigen, dass diese PIs alle messbar sind? Das wären dann Borel-Funktionen, oder? Weil die gehen von RD nach R. Wir nehmen beides mal die Borel-Sigma-Algebra. Also ich schreibe es nochmal hin. Das geht also von RD versehen mit der Borel-Sigma-Algebra auf RD. Das ist hier die Sigma-Algebra, auf die es drauf ankommt. Nach R versehen, ebenfalls mit der Borel-Sigma-Algebra, halt eben auf R. Und die Frage ist, ist diese Funktion messbar? Ist es also eine Borel-Funktion? Frage. Pi, messbar, also Borel-Funktion. So nennt man es halt dann da. Ist die Borel messbar? Was haben wir uns denn das letzte Mal überlegt? Welche doch gar nicht so kleine Klasse von Funktionen ist immer Borel messbar? Stetiger, genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, ist das Pi stetig? Ja, es ist die Ite-Projektion. Ja, die ist stetig. Also, mal eine ganz gute Übung für euch. Probiert Analysis 2. Aber ich meine, euch sollte klar sein, wenn ihr nur das Xi dastehen habt und das dann in der Norm abzuschätzen, irgendeine Differenz, das wird recht einfach werden. Also klar, das Pi ist stetig. Also, Pi ist stetig. Und damit ist die Frage geklärt. Jede stetige Funktion ist Borel messbar und damit ist das eine Borel-Funktion. Also, ja, ist Borel messbar. Und jetzt haben wir voll gewonnen. Warum haben wir jetzt voll gewonnen? Weil, noch einmal, jetzt ist das Pi messbar, das X ist messbar, damit auch die Hintereinanderausführung. Also, damit haben wir jetzt gezeigt, Xi, was ist? Pi nach X ist messbar. Und man sieht wieder, schönes Baukastenprinzip, oder? Also das waren jetzt so die einzelnen Werkzeuge. Stetige Funktionen sind Borel messbar, Hintereinanderausführung von messbaren Funktionen ist messbar und schon kriegen wir es für die einzelnen Komponenten raus. Natürlich für jedes i von 1 bis d. Okay, erledigt. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung, die geht nicht viel schwieriger, aber wir brauchen ein Resultat, was wir erst später zeigen werden. Und dieses Resultat ist, dass man die Borel-Sigma-Algebra auf RD ganz ähnlich erzeugen kann wie die Borel-Sigma-Algebra auf R. In gewisser Art und Weise würde ich sagen sogar gleich. Die wird erzeugt von, stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt nur hier die Borel-Sigma-Algebra auf R, also D gleich 1. Dann wüssten wir schon von allen solchen, nach links unbeschränkten Intervallen wird die Borel-Sigma-Algebra erzeugt. Ihr seht auch wieder dieser mathematisch-esoterisch-metamathematische Satz, sagt, im Prinzip könnt ihr jede Klasse von Intervallen da hinschreiben, das erzeugt immer die Borel-Sigma-Algebra, oder? Das ist so irgendwie die Wahrheit dahinter. Also es ist jetzt kein korrekter mathematischer Satz, aber es ist, wie es ist. Und auch diese Intervalle erzeugen die Borel-Sigma-Algebra. Ja, aber nur für d gleich 1. Was wird wahrscheinlich passieren, wenn wir halt hier den RD und nicht mehr R haben? Na, die große Hoffnung ist, dann kann ich einfach diese Intervalle nehmen und davon die Produkte. Und es gibt wieder die passende Borel-Sigma-Algebra und das ist wahr. Also, ihr nehmt da einfach Produkte von solchen Intervallen, d Stück. Es muss hier A1 bis AD jeweils eine reelle Zahl sein. Und von dieser Menge hier wird also die Borel-Sigma-Algebra auf RD erzeugt. Das bitte ist nicht so ganz einfach, aber intuitiv glaube ich recht klar.
Ihr könnt es euch zum Beispiel vorstellen, wenn ihr zunächst einfach abgeschlossene Intervalle hättet und ihr bildet dann eben solche Produkte, dann kriegt ihr so Quader. Und irgendwie kann man sich schon vorstellen, dass diese Quader auch wieder die Borel-Sigma-Algebra auf RD erzeugen sollten, oder? Weil wenn wir also schon haben, offene Mengen, also das Mengensystem der offenen Mengen, das erzeugt die Borel-Sigma-Algebra, da reicht es, wenn man Intervalle nimmt, dann kann man sich vorstellen, dass mit so Quadern auch irgendwie funktionieren müsste. Aber das ist nichts mathematisch Korrektes, das ist nur die Intuition. Also das wird wahrscheinlich gut gehen und wir werden später zeigen, ja, das klappt. Also später zeigen wir echt, das stimmt. Und das bringt uns jetzt aber sehr, sehr, sehr weiter, weil wenn wir Messbarkeit der ganzen Abbildung x zeigen müssen, dann kommen wir wieder hier auf Produkte und wenn wir Produkte haben, kommen wir wieder auf die einzelnen Komponenten. Und deswegen ist das Resultat hier für uns ganz wichtig. So, jetzt was ist die Annahme da? Die Annahme ist, dass jetzt für alle i von 1 bis d gilt, dass xi messbar ist, oder? Jede Komponentenfunktion ist messbar und jetzt schreibe ich nochmal hin, was ist zu zeigen? Unter dieser Annahme ist zu zeigen, dass groß x messbar ist. Und eigentlich müssten wir hergehen, wir müssten zeigen, dass das Urbild jeder Borel-messbaren Menge, also jeder Borel-Menge hier raus, dass das auch wieder in der Sigma-Algebra liegt. Jetzt wissen wir aber, was wir später zeigen werden, versprochen, das hier ist ein Erzeuger. Das heißt, es reicht, wenn ich mir Urbilder von dem Zeug da anschaue. Also, es seien A1 bis AD reelle Zahlen, dann genügt es zu zeigen, dass Folgendes gilt, dass x hoch minus 1 von eben so einem Produkt von diesen nach links unbeschränkten Intervallen, also minus unendlich bis A1, Kreuz und so weiter und so fort, bis minus unendlich bis AD, dass das auch wieder in F liegt. Wenn ich das zeigen kann, bin ich fertig. Noch einmal, weil ich dann gezeigt habe, dass das Urbild von allen Mengen eines Erzeugers der Sigma-Algebra im Bildbereich wieder messbar ist. Und das war schon ein Resultat, wo wir ein bisschen dafür haben arbeiten müssen, aber eben ein ganz entscheidendes, wo man hier wieder sieht, wie es durchaus Dinge massiv vereinfachen kann. Warum? Ich schreibe das nochmal ab. X hoch minus 1 von minus unendlich bis A1 Kreuz, Punkte, 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 minus unendlich bis AD. Jetzt muss ich mir aber überlegen, was ist das überhaupt? Und ich rede die ganze Zeit davon, dass das jetzt alles viel einfacher gemacht hat, wenn man hier das Produkt stehen hat und ihr seht das vielleicht noch gar nicht. Aber jetzt gleich werdet ihr es sehen. Das klingt wie eine Drohung, gell? Ist es auch. Was ist das? Was ist dieses Urbild? Na, da müsst ihr alle Argumente nehmen, deren Funktionswerte dann in dieses Produkt hinein abgebildet wird. Das heißt, wir müssen uns alle klein Omega als groß Omega suchen, sodass x von Omega hier drin liegt. Also in diesem kartesischen Produkt dieser Intervalle. So ist es definiert. Ist nur eine Definition hingeschrieben. Mehr habe ich nicht gemacht. So. X von Omega ist aber der Vektor bestehend aus x1 von Omega bis xd von Omega. Und was heißt jetzt diese Bedingung, die da steht? Na, wenn hier dieser Vektor in diesem Produkt liegen soll, dann muss die erste Komponente in dem ersten Intervall liegen. Die zweite Komponente im zweiten Intervall, die letzte Komponente im letzten Intervall. Und das ist hier der riesengroße Vorteil. Man hat jetzt hier wieder Produktstruktur. Und damit kommt man auf die einzelnen Komponenten runter. Wenn ihr das nicht habt, dann ist das irgendwie alles verschränkt und ihr da klappt es nicht auseinander, oder? Und deswegen ist es also hier von großem Vorteil, diesen speziellen Erzeuger hier zu betrachten. Also schreiben wir es uns nochmal hin. Was muss jetzt gelten? Wann ist diese Bedingung erfüllt? Na, wenn für alle i von 1 bis d gilt, dass das xi im entsprechenden Intervall liegt, also xi von Omega ist enthalten in dem Intervall von minus unendlich bis ai. Da wird ja nichts gemacht, ich habe es noch anders hingeschrieben. Wie es halt so oft ist, man schreibt so lange anders hin, bis man halt sieht, was passiert. Gut, jetzt haben wir das mal geschafft. Wir haben gesehen, jede dieser Komponenten muss im passenden Intervall liegen.
wie kann ich denn mengentheoretisch jetzt dieses für alle hier formulieren? Was kann ich denn mit dem für alle hier drinnen machen? Irgendwie will ich das rauskriegen. Ich hätte gern, dass hier steht, die Menge aller Klein-Omega als Groß-Omega, so dass xi von Omega enthalten ist im Intervall von minus unendlich bis ai. Ja, so ist kompletter Käse. Da weiß nicht einmal das i, was es tun muss. Was muss ich da vorne hinschreiben, damit es richtig ist? Was entspricht in einer Mengenoperation ausgedrückt dem für alle? Der Durchschnitt, genau. Also wenn es für alle i hier gelten muss, heißt es also, ich habe hier den Durchschnitt zu bilden. Weil das bedeutet, für alle i gilt die Bedingung hinten, es ist genau dasselbe. Bloß, wie gesagt, anders ausgedrückt durch eine Mengenoperation. Warum ist das jetzt ein riesengroßer Vorteil? Weil das hier hinten kennen wir. Was ist denn die Menge aller kleinen Omega als Groß-Omega, die abgebildet werden in diese Menge rein? Die Menge aller Argumente, deren Funktionswerte in einer vorgegebenen Menge liegt. Das ist doch wieder ein Urbild, oder? Das ist xi hoch minus 1 von diesem Intervall. Und jetzt schaut es ziemlich gut aus. Warum? Jetzt haben wir da einen Durchschnitt von was? Von x hoch minus i hoch minus 1 von solchen Intervallen. Wo liegen denn die aber alle? Nach Voraussetzung, und da müssen wir nochmal schauen, die Voraussetzung steht hier. Sind alle xi's messbar? Was heißt aber, dass xi messbar ist? Das heißt, das Urbild einer jeden Borel-Menge, und ein Intervall ist so eins, also ist eine Borel-Menge, das Urbild liegt wieder in der Sigma-Algebra. Was haben wir verwendet? Hier haben wir die Messbarkeit von xi verwendet. Okay, jetzt alle diese Mengen sind wieder in der Sigma-Algebra. Jetzt bilden wir aber hier einen Durchschnitt. Das könnte ein Problem sein, wenn er überabzählbar wäre, aber der ist sogar endlich. Also kein Problem. Dieser Durchschnitt hier von Elementen in der Sigma-Algebra liegt natürlich wieder in der Sigma-Algebra. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben gezeigt, das Urbild eines jeden Elements im Erzeuger ist dann also wieder enthalten in der Sigma-Algebra. Und damit, das kriegen wir da noch hin, ist also auch x messbar. Na gut, ihr seht, da war also schon ein bisschen was zu tun, aber das ist wieder ein wichtiges Resultat. Noch einmal, wenn ihr Zufallsvariablen nehmt und die in einem Vektor zusammenfasst, dann gibt es wieder eine Zufallsgröße, allerdings eine vektorielle. Das wäre jetzt hier so eine wichtige Konsequenz davon. Habt ihr zudem mal Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann werden wir jetzt eben unter anderem auch solche Resultate verwenden, um die klassischen Dinge zu zeigen, wie bei stetigen Funktionen, und zwar, dass die Summe, dass das Produkt und dass der Quotient von messbaren Funktionen wieder messbar ist. Das ist irgendwie so jetzt unser Ziel, dass wir einfach zeigen können, wir fallen nicht raus, wenn wir die üblichen Operationen verwenden. Na gut, was haben wir da gegeben? Was wir gegeben haben ist, es seien also zwei messbare Abbildungen gegeben. Und wir gehen also hier nach R, wir denken immer dran, dass wir eigentlich Zufallsgrößen haben möchten, oder? Also wenn wir einen Wahrscheinlichkeitsraum haben, dann sind das also hier Zufallsvariablen. Und was ist jetzt die Aussage dieses Satzes? Also, ich meine jetzt nicht Satz über Grundrechnungsarten, aber im Wesentlichen ja, was funktioniert? X plus Y, X mal Y und X durch Y, das sind wieder messbare Abbildungen. Also wenn wir einen Wahrscheinlichkeitsraum haben, wieder Zufallsgrößen. Okay, wir fallen also nicht raus aus der Klasse der messbaren Funktionen, wenn wir hier entsprechend nur addieren, multiplizieren, dividieren. Wie macht man denn das? Welches Plus, welches Mal, welches dividiert ist denn das? Wie definiert man das hier? So für Funktionen, üblicherweise, punktweise, oder? Also,
Ihr nehmt die zugehörigen Funktionswerte, addiert, multipliziert oder dividiert die, je nachdem. Also natürlich hier alles punktweise aufzufassen. Jetzt an der Stelle, mir ist ein bisschen unwohl. X durch Y, was kann passieren? Dass Y irgendwo Nullstelle hat, blöd. Und da braucht man eine Konvention. Ich möchte ganz gerne, dass X durch Y trotzdem immer auf ganz R definiert ist. Und deswegen gehen wir einfach her und sobald wir sowas bilden wie reelle Zahl durch 0, dann ist mir vollkommen wurscht, was da rauskommt, da kann gerade so gut 0 rauskommen. Also, soll 0 rauskommen, so setzen wir das für jedes X aus R. Und damit ist X durch Y wirklich auf ganz R definiert. Bitte passt auf, wir sind wirklich hergegangen, haben jetzt also alle Nullstellen herausgenommen von Y und überall dort setzen wir also den Quotienten auf 0. Das muss also anschaulich nicht damit übereinstimmen, ganz und gar nicht, oder? Also ihr könnt dran denken, wenn ihr jetzt zum Beispiel 1 durch x hättet oder sowas in der Richtung. Wie sieht das aus? Na so, oder? Und von der anderen Seite kommt es so daher. Und wir setzen den Wert aber einfach auf 0 herunter, weil der Wert für uns da eher belanglos ist. Und wir wollen aber trotzdem, dass wir wieder Abbildungen auf ganz Omega kriegen. Das ist uns da dann irgendwie wichtig. So, das wollen wir zeigen. Und wir werden sehen, da kann man jetzt wieder super verwenden, was wir bisher so gezeigt haben. Die Idee ist, zunächst kümmern wir uns zum Beispiel mal um die Summe, sage ich mal. Also machen wir mal die Summe. Und diese Summe, die muss ich jetzt irgendwie verstehen, und zwar als Abbildung. Schaut euch einmal klein s an. Das soll eine Abbildung von L kreuz L sein. Und die nimmt Werte in R an. Und was mache ich? Ich nehme mir ein kleines x, ein kleines y und bilde es ab auf x plus y. Und jetzt solltet ihr hier beachten, das machen wir also jetzt nur einfach für zwei reelle Zahlen. Das ist die Addition. Ihr könnt es auch da plus davor schreiben, oder? Also das ist zum Beispiel das, was ihr sicher schon in der, also allein wenn ihr gewisse strukturelle Eigenschaften von Räumen anschaut, da habt ihr diese Abbildung schon oft betrachtet. Und wir möchten jetzt aber wissen, was hat diese Abbildung mit unserer Fragestellung zu tun? Was ist x plus y? Wie kann ich das ausdrücken über dieses kleine s hier? Oder? Ja, man, jetzt heißt es halt hier kleines x und kleines y, aber ganz egal, das ist s von xy, oder? Okay, aber jetzt sollte man vielleicht nochmal drüber reden, was das s von hier heißt. Das heißt wirklich, ich nehme s und führe es hintereinander aus mit dieser Abbildung. Und so eine Abbildung haben wir gerade vorhin besprochen. Das ist jetzt ein Zufallsvektor. Also, ihr stellt euch vor, ihr nehmt die erste Größe, die erste messbare Abbildung, die zweite und fasst die zu einem Vektor zusammen. Das ist genau das, was wir gerade eben gemacht haben. Also schaut mal links oben rauf, bloß halt für 2. Und was haben wir aber da jetzt schon gezeigt? X ist messbar, Y ist messbar, damit ist auch das hier eine messbare Abbildung. Okay. Was müssen wir noch zeigen? Wieder genau die gleiche Idee. Wenn wir jetzt noch zeigen können, dass S messbar ist, dann ist auch wieder die Hintereinanderausführung messbar und wir haben wieder alles erledigt. Also, schon wieder genau gleiches Konzept. Man sieht einfach, dass man diese Summe schreiben kann als die Hintereinanderausführung einer Abbildung mit einer bereits messbaren und dann muss man halt nur zeigen, dass eben in dem Fall diese Summe noch messbar ist. Aber warum ist sie das? Na, S ist eine Funktion von R2 nach R. Die bildet xy auf x plus y ab. Die ist stetig. Also S ist stetig. Die Addition von R2 also nach R, das ist eine stetige Funktion. Und damit folgt, S ist messbar, ist also eine Borel-Funktion. Und wenn man eben hier sagt messbar, meint man immer bezüglich der Borel-Sigma-Algebren. Ja, und damit sind wir fertig. Also S hier auch messbar, hintereinander Ausführung messbar, das hier messbar und damit ist es auch eine messbare Abbildung. Na gut, jetzt haben wir gezeigt, die Summe von zwei messbaren Abbildungen ist wieder messbar. Wenn wir einen Wahrscheinlichkeitsraum haben, die Summe von Zufallsvariablen ist eine Zufallsvariable. Wie würdet ihr das jetzt fürs Produkt machen? Das rechnen wir jetzt nicht, würde ich sagen.
Was würdet ihr in dieser ganzen Rechnung hier fürs Produkt ändern? Na, ihr macht hier statt ein Plus ein Mal. Dann muss ich hier statt ein Plus ein Mal machen. Und ich nenne es vielleicht nicht mehr S, sondern M für Multiplikation oder sowas in der Richtung. Dann muss ich mir überlegen, ist das wieder stetig? Ja, auch wieder eine stetige Funktion. Das Produkt von stetigen Funktionen stetig ist beispielsweise, das ist das Einfachste. Damit wieder eine Borel-Funktion und fertig. Also was ganz klar ist, was jetzt komplett analog geht, ist das Produkt, das macht man nicht. Okay, analog. Wie sieht es jetzt aus mit diesem Quotienten? Ja, da kann man sich halt auch überlegen, was heißt denn das überhaupt, den Quotienten x durch y zu bilden? Und der Plan soll sein, ich will so viel verwenden wie möglich, was ich schon weiß. Na, das ist x mal 1 durch y, oder? Das heißt, es reicht was zu zeigen? Na, dass 1 durch y auch messbar ist, weil wenn x messbar ist und 1 durch y messbar ist, dann ist das Produkt auch messbar, weil, nehmen wir an, das haben wir jetzt hier schon gezeigt. Also das heißt, es genügt zu zeigen, dass auch 1 durch y messbar ist. Ja, das müssen wir zeigen. Na gut, und jetzt wollen wir wieder verstehen, was bedeutet es hier, den Kehrwert zu bilden. Ja, den Kehrwert zu bilden entspricht auch wieder einer Abbildung. Und es ist wieder die gleiche Idee. Ich weiß doch schon, dass y messbar ist. Wenn ich jetzt das schreiben kann als hintereinander Ausführung mit einer anderen Abbildung, brauche ich nur mehr zeigen, die andere Abbildung ist messbar. So wie hier bei entsprechender Addition, der Multiplikation, wie vorher bei diesen Projektionen, das ist immer dieselbe Idee. Und welche Abbildung ist das? Die nennen wir jetzt H. H wie Kehrwert. Und diese Abbildung muss auf ganz R definiert sein, Werte in R annehmen und was tun? Na, die muss eine reelle Zahl auf ihren Kehrwert abbilden. Das ist im Prinzip auch kein Problem, solange x nicht gerade 0 ist, oder? Wenn x allerdings 0 ist, wie müssen wir dann diesen Kehrwert setzen? 0, nach unserer Konvention, die wir getroffen haben. Also das ist jetzt wichtig. Wir setzen alles, wo wir durch 0 dividieren, einfach auf 0. Das bedeutet, bei diesem Kehrwert muss hier jetzt auch 0 für x gleich 0 herauskommen. So können wir jetzt also 1 durch y auffassen, wie folgt. Na, man nimmt einfach das y und stöpselt das ins h rein. Was aber heißt, das ist die hintereinander Ausführung von h mit y. Und wir wissen wieder, y ist messbar. Nach Voraussetzung. Daher genügt es zu zeigen, ihr seht, wir müssen zeigen, dann genügt, sind wir wieder eine Ebene tiefer. Also, jetzt genügt es zu zeigen, haben wir erkannt, H ist Borel-Funktion, also messbar. Ja, jetzt müssen wir das noch zeigen. Na gut, ich behaupte, das kriegen wir jetzt aber auch noch hin. Wie zeigen wir jetzt also, dass H messbar ist? Was bedeutet das, was wir tun müssen? Also, wir müssen uns wirklich jetzt eine beliebige offene Menge schnappen. Warum? Eigentlich zu zeigen wäre, dass für alle Borel-Mengen das Urbild, also in dem Fall h hoch minus 1 von b, dass das wieder in der Borel-Sigma-Algebra liegt. So, alle Borel-Mengen ist uns zu schwierig, aber was wir machen können ist, wir können hier einen Erzeuger wählen. Den Erzeuger, den wir hier im Bild wählen können für diese Borel-Sigma-Algebra, das sind die offenen Mengen. Also wir wissen ja, dass die Menge aller offenen Mengen, dass das ein Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra auf R ist. Das heißt, es genügt wieder was zu tun? Na, es genügt zu zeigen, dass wir hier einfach nur eine offene Menge nehmen. Wir müssen zeigen, dass h hoch minus 1 von einer offenen Menge wieder in der Borel-Sigma-Algebra liegt. Das reicht aus. Also, es sei,
O Teilmenge R offen. Und zu zeigen, genügt es wieder mal, dass H hoch minus 1 von so einer offenen Menge, dass das wieder Element der Borel-Sigma-Algebra ist. Und noch einmal, weil alle offenen Mengen, die Menge der offenen Mengen, das erzeugt die Borel-Sigma-Algebra, deswegen brauchen wir nur die Urbilder anschauen. So, sind wir wieder eine Ebene runterkommen, ist schon wieder ein bisschen was Einfacheres zu zeigen. Und da bleibt uns jetzt aber mal nichts anderes über, als jetzt wirklich was zu zeigen. Zunächst einmal schauen wir uns die Funktion h noch genauer an. Ich könnte die mal skizzieren probieren. Ich glaube, schaut so in der Richtung aus, oder? Und jetzt müssen wir aber eine Sache dazu sagen, was haben wir in 0 gemacht? In 0 setzt man den Funktionswert auf 0. Also das wäre der Graph der Funktion h, der schaut also so aus. Und wo hat die Funktion definitiv keine Probleme? Ich meine, in Bezug auf, sie ist super brav. Ja, überall außer in 0. Was ist sie überall, also überall außerhalb von 0? Stetig insbesondere. Sie ist sogar C-unendlich, also super brave Funktion, alles kein Problem. Also sobald wir die Funktion einschränken auf R ohne 0, dann ist es definitiv eine stetige Funktion. Nur im Nullpunkt ist sie also unstetig, ja, sowas von, das seht ihr da, aber außerhalb ist das eine stetige Funktion. Das bedeutet aber Folgendes. Wenn wir jetzt das Urbild dieser Funktion einer offenen Teilmenge hier drin betrachten, dann ist das Ergebnis wieder offen. Noch einmal. Das Urbild von stetigen oder von offenen Das Urbild von offenen Mengen unter stetigen Funktionen ist offen. Wir haben jetzt hier eine stetige Funktion, wir müssen uns halt passende offenen Teilmengen jetzt anschauen. Und die Idee ist, wir schauen uns an, diese offene Menge, die wir gegeben haben, und schneiden hier 0 heraus. Ist das immer noch eine offene Menge? Ja, das ist der Schnitt mit einer offenen Menge. Und zwar, ihr könnt es auch schreiben als Schnitt mit der Menge, die 0 enthält, Komplement. Ja, das ist eine offene Menge. Wenn ihr nur diesen einen inneren Punkt herausnehmt, so müsst ihr euch das vorstellen, dann bleibt das immer noch offen. Also das ist eine offene Menge. Und wenn wir jetzt h hoch minus 1 drauf anwenden, und was meine ich jetzt bitte damit? Da meine ich wieder also das Urbild, die Urbildmenge betrachten, dann muss das hier wieder offen sein. Warum muss es offen sein? Weil diese Abbildung eingeschränkt, so wie sie hier steht, stetig ist. Damit ist dieses Urbild wieder offen. Und das ist einmal die erste Zutat. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt haben wir die 0 rausgeschnitten. Ist aber kein Problem. Eigentlich müssten wir uns anschauen, h hoch minus 1 von O, von dieser offenen Menge. Jetzt kann ich aber das O schreiben als O ohne 0, vereinigt mit O mit 0. Also, wo nur 0 drinsteht. Ja, das ist auch nicht verboten. Und was wissen wir? Urbild und Vereinigung vertauscht. Also, wir dürfen da einfach die Vereinigung auseinanderziehen. Da. Das ist h hoch minus 1 von O ohne die 0, vereinigt mit h hoch minus 1 der Menge, die nur 0 enthält. Und noch einmal, das, was da steht, ist offen. Das liegt also sicher schon wo drin? In der Borel-Sigma-Algebra. Das ist abgehakt. Vereinigung von einer anderen Menge in der Borel-Sigma-Algebra und wir sind fertig. Wir müssen jetzt bloß nur überlegen, ist h hoch minus 1 von der 0, also von der Menge, die nur die 0 enthält, ist das auch in der Borel-Sigma-Algebra? Frage? Gerne stellbar. In der Borel-Sigma-Algebra würde ich sagen. Ja, aber im Definitionsbereich, die Sigma-Algebra ist die Borel-Sigma-Algebra. Also aufgepasst, wir betrachten jetzt das H. Gell? Das H geht von R nach R. Da betrachten wir hier die Borel-Sigma-Algebra, da die Borel-Sigma-Algebra. Da muss man halt immer aufpassen, ob es gerade die im Bild oder die im Definitionsbereich ist. Ja, sind dieselben, aber natürlich muss man schon hier darauf achten, wo man hin muss. Also da haben wir jetzt sichergestellt, dass wir in der Borel-Sigma-Algebra im Definitionsbereich landen.
Und was fehlt, ist jetzt nur dieser Anteil. Ich behaupte aber, der ist super einfach. Was ist denn das Urbild der Null unter der Abbildung? Was gibt denn h hoch minus 1 der Menge, die nur die Null enthält? Genau, die Menge, die nur die Null enthält. Also, sozusagen invariant unter der Anwendung von h hoch minus 1 da. Kommt wieder dasselbe raus. Warum ist das richtig? Weil das Einzige, was auf Null abgebildet wird, ist die Null. Also die Menge aller Argumente, die diesen Funktionswert liefert, das ist nur die Menge, die Null enthält. Und wie schaut es aus mit der Menge, die nur die Null enthält? Das könnt ihr über die sagen. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr die anschaut? Ich hoffe, abgeschlossen. Das ist eine abgeschlossene Menge. Das ist eine einpunktige Menge, ist insbesondere abgeschlossen. Und abgeschlossen passt aber gut, weil alle abgeschlossenen Mengen sind auch in der Borel-Sigma-Algebra auf R. Also wunderbar. Jetzt sind wir fertig. Wir haben, dass das eine Menge in der Borel-Sigma-Algebra ist, das hier auch. Und insgesamt folgt jetzt h hoch minus 1 von O liegt in der Borel-Sigma-Algebra auf R. Und jetzt haben wir es geschafft. Das Urbild einer jeden offenen Menge ist also Borel-messbar und damit ist h auch eine Borel-Funktion. Ja, geschafft. Und ich will nochmal auf die Wichtigkeit dieses Satzes hinweisen. Summe von Zufallsvariablen ist eine Zufallsvariable, das Produkt ist eine Zufallsvariable, der Quotient ist eine Zufallsvariable, das, was man gar nicht hingeschrieben hat, weil es sehr, sehr klar ist, das skalare Vielfache ist eine Zufallsvariable. Okay? Also, man muss sagen, da haben wir jetzt wieder ein Werkzeug kennengelernt, wie man sich wieder ganz, ganz viele Zufallsvariablen basteln kann. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir Pause, nach dieser Uhr natürlich ziemlich verspätet, also halt 15 Minuten, ich traue mich das jetzt nicht zusammenzuzählen, aber ich glaube, es ist ungefähr 24 nach oder so in der Richtung. Ja, wir wollen unsere Toolbox noch ein bisschen weiter erweitern. Also nochmal, jetzt haben wir so Summe, Produkt, Quotient, Hintereinanderausführung. Und das nächste, was wir uns so fragen, wie sieht es aus mit zum Beispiel dem Infimum einer Folge von Zufallsgrößen, dem Supremum und falls halt existent auch dem Grenzwert. Und das ist jetzt auch nicht mathematisch korrekt formuliert, aber darum geht es jetzt. Wenn ich eine Folge von messbaren Abbildungen habe, ist dann zum Beispiel auch das Infimum, das Supremum und der Grenzwert wieder eine messbare Abbildung. Und die Antwort darauf wird ja lauten, mit entsprechender Erweiterung. Und die Erweiterung, die wir jetzt machen wollen, wenn ihr Infimum und Supremum betrachtet, und zwar einer Teilmenge der reellen Zahlen, die nicht gerade leer ist, dann wisst ihr, das existiert nach dem Vollständigkeitsaxiom in R, falls die Menge nach oben bzw. unten beschränkt ist. Aber wenn wir jetzt dazu noch die Werte minus unendlich und unendlich dazu nehmen, dann geht es sich immer aus. Also was wir jetzt machen, wir nehmen minus unendlich und unendlich und vereinigen das zu R dazu. Also wir nehmen R zusammen mit minus unendlich und unendlich und was klar ist, jede reelle Zahl soll also größer gleich als minus unendlich sein und auch gleichzeitig kleiner gleich als unendlich. Also, das nennt man die erweiterten reellen Zahlen. Also, erweiterte reelle Zahlen. Und warum ist es für uns dann jetzt super praktisch, wenn wir hier die erweiterten reellen Zahlen nehmen? Na, beachte. Wenn wir uns irgendeine Teilmenge A von R schnappen, die bitte nicht gerade die leere Menge ist. Also die Theorie der leeren Menge ist halt jetzt nicht so spannend. Wo liegt denn dann immer das Infimum von A, genauso wie das Supremum von A? Jetzt nochmal, wenn die Menge nach unten beschränkt ist, nach dem Vollständigkeitsaxiom gibt es also das Infimum. Das Infimum existiert, sofern also die Menge nach unten beschränkt ist. Wenn sie nicht nach unten beschränkt ist, sprich nach unten unbeschränkt ist, dann setzen wir das Infimum von A auf minus unendlich. Supremum. Wenn die Menge nach oben beschränkt ist, ist das hier eine reelle Zahl.
Wenn sie nach oben unbeschränkt ist, dann setzen wir es auf unendlich. Und damit liegen Supremum und Infimum immer in R quer. Das heißt, unter Infimums- und Supremumsbildung fliegen wir nicht raus. Und das, was ihr gleich auch machen könnt, ja, da könnt ihr auch L quer spendieren, oder? Also, wenn ihr Infimum, Supremum von einer Teilmenge in L quer, die nicht gerade leer ist, nehmt, dann landet sie immer wieder in L quer. Und deswegen erweitern wir jetzt so die reellen Zahlen, wie gesagt, weil wir unter diesen beiden Operationen, wenn man so will, nicht rausfallen. Gut, jetzt müssen wir aber ein bisschen mehr machen, wir wollen jetzt auch noch Zufallsgrößen haben. Und das bedeutet, wir brauchen auch irgendwie Messbarkeit und Messbarkeit jetzt nicht nur, wenn wir nach L gehen, sondern wenn wir nach L quer laufen. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wie können wir die Borel-Sigma-Algebra von L auf L quer erweitern, und das geht in ganz natürlicher Weise wie folgt. Ihr nehmt euch einfach eine Borel-Menge in der bisher üblichen Borel-Sigma-Algebra und die Mengen, die bisher da drin sind, sollen wieder drin sein. Aber was soll dazu kommen? Na, alle Mengen, wo ich nun unendlich dazu nehme, oder? Also unendlich, vereinigt mit einer bisherigen Borel-Menge, dann genauso vereinigt mit der Menge, die nun minus unendlich enthält, und was sollte noch drin sein? Na, b vereinigt mit der Menge, die minus unendlich und unendlich enthält. Und das hier bilden wir für jede Borel-Menge, also aus der bisherigen Borel-Sigma-Algebra BR. Und das hier liefert eine neue, und das ist eine Sigma-Algebra auf den erweiterten reellen Zahlen, und man nennt es deswegen auch erweiterte Borel-Sigma-Algebra, so könnte ihr es nennen. Und an der Stelle solltet ihr sehen, dass das ganz natürlich ist, oder? Ich habe also zwei Elemente dazu genommen, und diese zwei Elemente, die ich dazu nehme, brauche ich jetzt einfach nur bei den ganzen bisherigen Borel-Mengen auch dazu nehmen. Das ist alles, was passiert. Das, was man sich jetzt hier relativ flott überlegen kann, das führen wir jetzt aber nicht genau aus, man kriegt auch ganz praktisch wieder sofort Erzeuger. Die ganzen Erzeuger, die ihr bisher hattet, die funktionieren hier auch. Ein Beispiel wären Intervalle der Form minus unendlich bis zu einer Zahl x. Und das Einzige, was man jetzt hier beachten muss, minus unendlich ist jetzt dabei. Also Achtung, da links, und dann gibt es einen Randpunkt, wenn ihr so wollt. Und das x darf jetzt aus L quer sein. Also auch diese erweiterte Borel-Sigma-Algebra, die wird von solchen Intervallen erzeugt, zum Beispiel von so relativ einfachen nach links unbeschränkten Intervallen. Also auch das können wir alles mitnehmen. Und im Wesentlichen, wie überlegt ihr euch, wie könnt ihr das zeigen? Ihr müsst euch überlegen, wie wird so ein B erzeugt, und dann müsst ihr halt die passenden Punkte dazuhängen. Und das überträgt sich auf diesen Erzeuger. Und mit dem kann man jetzt wieder ganz gut arbeiten, weil man kann sich wieder Abbildungen anschauen. Sagen wir jetzt einmal, Omega F ist ein messbarer Raum. Wie immer. Und ausgehend von diesem messbaren Raum betrachten wir jetzt eine Abbildung x, und die geht jetzt aber nach L quer. Die kann also durchaus auch die Werte unendlich und minus unendlich annehmen. Das kommt gar nicht so selten vor. Denkt zum Beispiel dran, ihr betrachtet 1 durch x². Da ist es ganz natürlich in 0, das auf den Wert unendlich zu setzen oder so. Also das ist schon was, was relativ natürlich auftreten kann, dass ich hier auch den Wert unendlich oder minus unendlich zulassen möchte. Und jetzt frage ich mich aber, wann ist diese messbar und was heißt das überhaupt? Wann sagen wir, dass das eine messbare Abbildung ist? Ja, genau gleich wie vorher. Wir sagen, dass die messbar ist, genau dann, wenn sie, also x ist f BR messbar und Achtung, jetzt BR quer messbar ist. Also noch einmal, wir haben hier R durch L quer ersetzt und ersetzen auch hier in der Borel-Sigma-Algebra R durch L quer. Sonst bleibt alles wie gehabt, und ihr seht also, was die Bedingung ist. Es muss für alle Bs aus BR quer gelten, dass x hoch minus 1 von B in F ist. Also immer nur die hundsgewöhnliche Messbarkeitsbedingung, bloß mit einer neuen Sigma-Algebra hier. Und ihr solltet es auch noch beachten, wenn wir diesen Erzeuger hier haben, dann bedeutet das also, dass es reicht, wenn ihr für alle x aus L quer zeigen könnt, dass x hoch minus 1 von so einem Intervall von minus unendlich dabei bis x, dass das hier wieder in F liegt. Also, wir haben jetzt einfach alles auf die erweiterten reellen Zahlen erweitert. Jetzt können wir wieder rechnen.
Und mit was wir jetzt viel rechnen wollen, sind eben genauso mit Infima, Suprema und so weiter und so fort. Und wir werden sehen, dass das alles dann eben messbar bleibt. Also jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir eine Folge von messbaren Abbildungen nehmen. Ich nenne die groß Xn. Die gehen alle von Omega nach L quer. Also sollen alles messbare Abbildungen sein. N aus N, Folge messbarer Abbildungen. Und was wird wohl die Aussage sein? Na, dass dann so ziemlich alles, was man damit bilden kann, wieder messbar ist und so ziemlich alles, ja, muss ich jetzt schon sagen, was ich damit meine, ganz alles natürlich auch nicht gerade, aber das Infimum, gebildet über n aus n über die xn, das hier ist eine messbare Abbildung. Das Supremum, n aus n, xn, das ist eine messbare Abbildung. Damit, wenn man sehen, folgt auch automatisch der Limes Inferior für n gegen unendlich. Der xn ist eine messbare Abbildung. Der Limes Superior, detto. Das sind alles messbare Abbildungen. Jetzt sollte ich vielleicht dann ganz kurz sagen, was das überhaupt heißt. Was ist denn das Infimum n aus n über xn? Wie wird denn das hier definiert? Weil xn sind Abbildungen. Das würde ich jetzt vermuten. Machen wir es zum Beispiel fürs Infimum. Das soll eine Abbildung wieder werden, die von Omega nach L quer geht. Ja, und wie wird man die Abbildung definieren? Punktweise. Also immer wie gehabt, alles punktweise. Ihr nehmt einfach das Infimum über alle n aus n, über die xn von Omegas. Bitte passt auf, das hier sind jetzt einfach Zahlen in R quer. Schwupps, oder? Und was wir wissen, wenn wir da so ein Infimum über eine Teilmenge von R quer bilden, offensichtlich nicht leer, ja dann bleibt es in R quer. Also das ist wirklich wohl definiert, oder? Man muss sich überlegen, kommt man da wirklich wieder nach R quer? Ja, weil in R quer klappt es. Also wir können es nochmal so hinschreiben, wenn ihr möchtet. Das ist das Infimum über die Menge von allen xn von Omega, wobei n aus n ist. Und das ist aber eine Teilmenge von L quer. Also es wird das Infimum über eine Teilmenge von L quer gebildet, da landet man aber wieder in L quer. Und diese dadurch punktweise definierte Abbildung, das ist eben das Infimum über diese Folge von diesen messbaren Abbildungen. Und die Behauptung ist, das ist wieder messbar, das Supremum ist wieder messbar und so weiter und so fort. Alles wird also auch so punktweise hier definiert. Na gut, das wäre schon mal ein ziemliches Werkzeug, weil, Beispiel und weitere Bemerkung, so könnte man es nennen, wenn wir das da oben wirklich zeigen können, insbesondere das Limes Inferior und Limes Superior, dass die wieder messbare Abbildungen sind, was ist es dann auch im Fall der Existenz? Der Grenzwert. Und darum geht es uns in erster Linie. Wir hätten gern, dass der Grenzwert, sofern er existiert, einer Folge von Zufallsvariablen wieder eine Zufallsvariable ist. Und das kriegen wir jetzt aber. Also angenommen, wir können setzen, x von Omega ist gleich Limes n gegen unendlich von xn von Omega in L quer zu bilden. Also das hier existiert für alle Omega in Omega. Achtung, sehr wohl zugelassen ist hier der Wert unendlich oder minus unendlich. Bestimmte Divergenz ist ja auch okay, oder? Wir müssen nur in L quer landen. Also das ist hier gemeint, existiert in L quer. Dann liefert uns das wieder eine Abbildung. Wir können nämlich so schreiben, x ist gleich dann der Limes, n gegen unendlich der xn's. Und das ist wieder eine Abbildung von Omega nach L quer. Und die Frage ist, wenn wir jetzt einen Wahrscheinlichkeitsraum haben, ist es wieder eine Zufallsvariable? Ja, und die Antwort nach dem Satz ist ja. Weil im Fall der Existenz ist der Grenzwert was? Der größte und der kleinste Häufungspunkt, also Limes Inferior und Superior. Also dann gilt, x ist gleichzeitig Limes Inferior wie auch Limes Superior. Die stimmen dann überein, oder? Wenn der Grenzwert existiert, gibt es nur einen Häufungspunkt und das ist der Grenzwert.
Und dann wissen wir, okay, messbar. Und das ist das, was man braucht. Also, unter Grenzwertbildung bleibt die Messbarkeit auch erhalten und das ist ein wichtiges Resultat. Wir werden nämlich in vielen Fällen dann später sehen, dass man schwierige Funktionen durch einfachere Funktionen approximieren kann. Die heißen dann übrigens wirklich einfache Funktionen. Beispiel, ihr habt eine komplizierte Funktion und möchtet ein Integral darüber bilden. Was kann man machen? Man kann solche Treppenfunktionen konstruieren. Das sind ganz simple, stückweise konstante Funktionen. Und damit kann man die ursprüngliche sehr gut approximieren und kriegt dann das Integral heraus schlussendlich. Das wird so die Konstruktion sein. Das werden wir später für die Integration wesentlich brauchen und das werden wir uns hier gleich so ein bisschen vormerken. Kommt natürlich alles neu, ist wieder nur Gelaber. Jetzt zeigen wir den Satz. Beweis. Wir zeigen mal zunächst, dass dieses Infimum, das da steht, wirklich eine messbare Funktion ist. Was müssen wir zeigen? Also noch einmal, wir wollen jetzt zeigen, dass die Abbildung Infimum n aus n über die xn's, dass die messbar ist. Und was heißt das? Ja, äquivalent dazu ist das Folgende. Und zwar haben wir es nämlich nur dastehen, an dieser Stelle. Wir müssen zeigen, dass das Urbild eines jeden solchen Intervalls wieder eine messbare Menge ist. Damit werden wir jetzt arbeiten. Also wir gehen her, schauen uns die Abbildung an, das ist aber dieses Infimum da drüben, und schauen unter dieser Abbildung das Urbild hier. Also untersuchen wir näher. Das heißt, wir müssen zeigen, für alle x aus L quer gilt, dass das Urbild von diesem Intervall von minus unendlich bis x unter dem Infimum, dass das wieder in f liegt. Das müssen wir zeigen. Und bitte beachtet, das ist einfach eine Abbildung. Wenn euch das unsympathisch ist, dass die jetzt Infimum über n aus n xn heißt, dann nennt ihr sie z, ganz egal. Dann ist z hoch minus 1 von diesem Intervall in f. Das ist die Bedingung. Das müssen wir nachweisen. Und das schaut ziemlich schwierig aus, finde ich zunächst. Da steht das Infimum, was kein einfacher Begriff ist. Das definiert punktweise eine Abbildung hier und dann muss ich das Urbild von so einem Intervall hier bestimmen und schauen, ob das irgendwie in f liegt. Schaut so aus, als ob man keine Chance hat, dass man da was ausrechnet. Aber wir werden jetzt sehen, das ist relativ simpel. Warum? Wir überlegen uns, wann liegt ein kleines Omega in diesem Urbild? Also in Infimum über alle n aus n von xn hoch minus 1 schreiben wir also dahin, von dem Intervall minus unendlich bis x. Überlegen wir einfach, wie schauen Elemente aus, die in dieser Menge drin sind. Und die untersuche ich jetzt einfach einmal. Oder was anderes bleibt mir ja eh nicht über. Und wie ist diese Urbildmenge definiert? Ja, da sind alle kleinen Omegas drin, so dass, wenn ich das kleine Omega in die Abbildung einsetze, das da drin landet, oder? Stimmt so? Also die Urbildmenge ist die Menge aller Argumente, die abgebildet werden in die vorgegebene Menge. Das bedeutet, ich kann einfach da die Abbildung anwenden. Das ist äquivalent dazu, dass das Infimum über n aus n xn an der Stelle Omega, ja, da ist einzusetzen, dass das im Intervall von minus unendlich bis x liegt. Und da steht jetzt so ein Intervall. Das kann ich ja anders hinschreiben. Ich kann sagen, okay, wenn das Infimum in dem Intervall liegt, dann heißt es, das muss kleiner sein als x. So steht es da, oder? Wenn es in dem Intervall liegt, muss es kleiner sein als x, also schreibe ich es hin. Das ist Infimum über n aus n xn an der Stelle Omega und das muss kleiner sein als x. Das steht da. So, jetzt haben wir also hier die Bedingung, dass die größte untere Schranke kleiner sein muss als x. Das ist die Bedingung, die jetzt da steht. Jetzt habe ich es verbalisiert. Was heißt denn das aber für die einzelnen xn von Omegas? Können die größer als x werden? Moment.
XM von Omega, ja. Jetzt muss ich gerade nachdenken, ob das wirklich stimmt, was ich gerade sagen will. Infimum über alle xn von Omega kleiner x. Mhm. Okay, also ich frage mich gerade, stimmt das? Also stimmt jetzt für alle n aus n, dass xn von Omega kleiner x sein muss? Mhm. Kommt mir irgendwie komisch vor. Ich meine, das ist ja eine untere Schranke. Na eben, für das Supremum wird schon so rumstimmen. Also für das Infimum sehe ich das jetzt eben nicht. Das ist falsch rum. Mhm. Na, also das ist nicht korrekt, was da steht. Mir kommt nur vor, auf so irgendwas in der Art müsste ich wahrscheinlich kommen. Hm. Na, nicht für alle. Blödsinn. Aber es muss eins geben. So. Okay, wichtiger Unterschied. Jetzt müssen wir drüber nachdenken. Also den Schritt, den finde ich ja nicht ganz easy, muss ich wirklich sagen. Das Infimum da, nochmal, das ist die größte untere Schranke, oder? Wenn es die größte untere Schranke ist, dann bedeutet das aber insbesondere, es muss ein solches n als n geben, sodass xn von Omega kleiner x ist. Warum? Weil, wenn es kein so eins geben wird, dann könnt ihr die größte untere Schranke nach oben versetzen. Dann wäre es nicht mehr die größte untere Schranke. Hm? So, von links nach rechts, klar. Sonst Widerspruch zu größte untere Schranke. Wie schaut es von rechts nach links aus? Von rechts nach links noch einmal. Es gibt ein n aus n, sodass x von Omega kleiner 1 ist. Wenn es so eins gibt, muss aber das Infimum ja insbesondere noch einmal drunter bzw. kleiner gleich sein. Und damit auch kleiner als x. Also das sind jetzt beide Richtungen. Ist nicht so ein einfacher Schritt. Muss man wirklich genau drüber nachdenken. Man braucht genau die Definition des Infimums. Klingt okay. Jetzt geglaubt. Sonst nochmal durchdenken. Okay. Also jetzt haben wir es geschafft. Es gibt so ein n aus n, sodass das gilt. Und ich schreibe das jetzt nochmal hin. Es gibt ein n aus n, sodass xn von Omega kleiner x ist. Und jetzt muss ich irgendwie wieder auf Urbilder kommen. Das ist die Idee, das ist der Plan hier. Und wie komme ich hier wieder auf Urbilder? Na, indem ich mal hinschreibe, dass das gleichbedeutend damit ist, dass Omega, oder machen wir es so, dass xn von Omega zunächst, dass das im Intervall von minus unendlich bis x liegt. Das ist gleichbedeutend damit. Jetzt haben wir es wieder umgeschrieben. Jetzt haben wir also zuerst die Ungleichung gehabt, jetzt schreiben wir es wieder zurück um in so eine, in eben eine Elementbedingung. Der nächste Schritt ist, das ist wieder gleichbedeutend damit, dass Omega in x n hoch minus 1 von diesem Intervall von minus unendlich bis x liegt. Das ist wieder dasselbe. Das ist ein und dasselbe, bloß wieder anders hingeschrieben. Und jetzt denke ich wieder drüber nach, was das es gibt ein heißt. Na, auch das kann ich jetzt mengentheoretisch formulieren. Es muss hier in einem dieser Urbilder liegen. Was aber bedeutet, also in mindestens einem, es muss in der Vereinigung liegen. Also es muss in der Vereinigung dieser Urbilder liegen. Also, wenn es ein n aus n gibt, sodass das kleine Omega da drin liegt, dann bedeutet das also, es muss eben in dieser Vereinigung hier liegen. Und das ist also hier der nächste Schritt. Jetzt schauen wir nochmal ganz genau, was gezeigt wurde. Wir haben angefangen bei klein Omega ist Element dieses Urbildes da oben. Das ist äquivalent dazu, äquivalent, 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 dass Omega in dieser Menge liegt. Heißt aber was? Wir haben uns jetzt ein Element genommen und gezeigt, es ist in der einen Menge genau dann, wenn es in der anderen ist. Und damit sind die beiden Mengen aber gleich. Also wir haben jetzt gezeigt, also, ich glaube, wo ich im Skriptum gerade gesehen habe, wo steht offenbar gilt. Ja, wisst ihr, offenbar gilt. Das heißt immer, derjenige, der das da hingeschrieben hat, war zu faul, das zu tippen.
Wir haben jetzt gezeigt, Infimum über n aus n, xn hoch minus 1 von dem Intervall von minus unendlich bis x ist gleich diese Vereinigung da oben. Also kann man schreiben, n aus n, xn hoch minus 1 vom Intervall minus unendlich bis x. Und warum bin ich jetzt fertig? Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass alle xn's messbar sind. Das, was hier steht, ist ein Element von BL quer. Messbare Abbildung, Urbild einer messbaren Menge unter einer messbaren Abbildung, messbar. Abzählbare Vereinigung von messbaren Mengen, messbar. Also liegt das ganze Ding wieder in F. Also jede einzelne dieser Mengen liegt nach Voraussetzung dieser Urbilder wieder in F. Die abzählbare Vereinigung von solchen liegt wieder in F und damit sind wir fertig. Also jetzt haben wir gesehen, okay, das Infimum ist tatsächlich eine messbare Abbildung. Also Infimum über alle n aus n, xn ist messbar. Okay, schwere Geburt, aber geschafft. Infimum ist eine messbare Abbildung. Wie sieht es jetzt mit dem Supremum aus? Ja, das habe ich da oben fast schon versehentlich gemacht, oder? Also Supremum, muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, das geht analog. Also Supremum analog. Also ganz gute Übung, wenn ihr das fürs Supremum jetzt da hinkriegt. Ich glaube, dann habt ihr wirklich gut was verstanden. Jetzt probieren wir aber Folgendes, weiterzugehen zu dem Limes Inferior. Was ist denn der überhaupt? Was ist der Limes Inferior für n gegen unendlich? Was ist denn der? Ja, der ist ein Supremum über irgendwelche Infima. Der Limes Inferior ist das Supremum über die Endstücke dieser Folge. Ihr habt es also da zu bilden, das Infimum über alle n größer gleich m über die xm's und dann noch einmal das Supremum hier über alle n aus n. Also das ist Analysis 1. Definition des Limes Inferior. Der ist so definiert. Und jetzt sind wir fertig. Weil da steht jetzt eine Folge. Eine Folge von, keine Ahnung, nennen wir sie yn's. Die yn's ergeben sich jetzt aber als Infima über die Folgenglieder der Folge x und sind damit wieder messbar. Weil Infimum, haben wir gezeigt, ist messbar über messbare Erfolge von messbaren Abbildungen. Und das Supremum ist aber auch wieder messbar und damit das ganze Ding messbar. Und ganz analog für den Limes Superior, da macht sie einfach schwupp schwupp, Supremum mit Infimum vertauscht. Also Infima über die Endstücke der Folge gibt euch dann eben den Limes Superior. Also machen wir ganz analog. Analog, Lim Sub für n gegen unendlich. Gut, jetzt haben wir es glaube ich geschafft. Wir haben Infimum ist messbar, Supremum ist messbar, Limes Inferior ist messbar, Limes Superior ist messbar. Und jetzt beachtet noch einmal, wo haben wir denn das stehen gehabt? Find schon wieder nicht mehr. Also diese Bemerkung, die jetzt da steht. Jetzt haben wir wirklich gezeigt, sofern der Grenzwert existiert, ist er dann auch wieder eine messbare Abbildung, zum Beispiel eben eine Zufallsvariable in Wahrscheinlichkeitsräumen. Okay. Wieder einen guten Schritt weitergekommen, muss man sagen. Jetzt haben wir also unseren Baukasten gut erweitert um, wie gesagt, viele Dinge, die man jetzt mit messbaren Abbildungen machen kann, sodass sie messbar bleiben, wenn man so will. Und jetzt wollen wir das aber alles endlich ausnutzen. Also, das war jetzt viel Technik, um einfach zu zeigen, wir fallen unter gewissen Operationen nicht raus. Aber jetzt wollen wir wirklich weiterkommen mit folgender Problemstellung. Wir haben ja zwei messbare Räume, wenn wir eine messbare Abbildung betrachten. Stellen wir uns vor, x ist zum Beispiel eine Zufallsvariable. Dann geht die von einem messbaren Raum, Omega D FD, in einen anderen messbaren Raum, Omega B FD. Und das, was ich mir jetzt schon ein Stück weit frage, wenn ich jetzt da ein Maß gegeben habe,
Also μ ist ein Maß, machen wir so, Maß auf diesem Raum hier, Omega d Fd. Ja, kann ich dann Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmaß wäre, messen, dass die Zufallsvariable hier bestimmte Werte annimmt. Also das da wäre jetzt, wenn es messbar sein sollte und werden sollte, müsste also hier irgend so ein AB aus FB sein. Und ich interessiere mich nochmal dafür, was ist das Maß dafür oder zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine Zufallsvariable x hier bestimmte Werte annimmt, also Werte zum Beispiel in AB. Und was ich tun kann, das haben wir schon oft besprochen, ist hier wieder zurück mit der Urbildmenge. Und was ich kriege ist, na, wenn x messbar ist, tatsächlich auch hier wieder eine messbare Menge. Also das hier wäre x hoch minus 1 von AB. Und das wissen wir ist wieder in FD, na, sofern zumindest x messbar ist. Und jetzt kann mir keiner verbieten, auf diese Menge, die hier entsteht, das Maß anzuwenden. Das kann ich messen. Wenn ich da ein Maß gegeben habe und das eine messbare Menge ist, dann kann ich das also mit dem Maß messen. Und ich kriege also zum Beispiel hier eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Aber das, was ich mir jetzt frage, ist erstens, was ist die und kann ich die nicht leider herüberkriegen? Also was ich bekomme, ist das μ von x hoch minus 1 von AB. Und was misst das jetzt? Das misst aber eigentlich genau das, was ich hier beobachte, oder? Das misst zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass x hier den Wert annimmt. Und damit kann man erkennen, eigentlich hat man hiermit da gemessen. Die Abbildung x, die transportiert sozusagen das in den Definitionsbereich zurück. Dort wende ich das Maß an, aber was ich eigentlich damit kriege, hoffentlich, ist wohl ein Maß für alle ABs aus FB. Das heißt ein Maß hier. Und das werden wir sehen, ist wirklich so. Das liefert jetzt ein Maß und man nennt es Bildmaß. Ah, super, da ist eh nur eine sauber. Wow. Ziemlich geschickt, gell? Müsst schon sagen. So. Okay, also jetzt seht ihr dahinter nicht mehr hin. Ein Ungeschick kommt selten allein. Also, was wir jetzt da sehen ist, wir kriegen ein hoffentlich Maß, denken wir uns, auf FB. Wie? Ja, mit dem drüben geschilderten Prozedere. Wir nehmen uns ein AB aus FB und bilden das jetzt ab auf μ von x hoch minus 1 von AB. Das machen wir jetzt, genau mit dem Prozedere da drüben. Und noch einmal, die große Hoffnung ist, ja, das liefert jetzt wieder ein Maß und dem geben wir den Namen μ nach x hoch minus 1. Warum geben wir dem den Namen? Weil x hoch minus 1 in μ hineingestöpselt wird, das wirkt wie eine Hintereinanderausführung. Und deswegen kriegt es diesen Namen. Und die Aussage jetzt des zugehörigen Satzes ist, das ist ein Maß auf Omega b fb. Und ich betone noch einmal, das ist ein Maß im Bildbereich. Wie würdet ihr ein Maß im Bildbereich nennen? Ein Bildmaß. Genau. Also das nennt man jetzt Bildmaß. Man nennt dieses μ nach x hoch minus 1, das nennt man das Bildmaß. Also Bildmaß, genauer von μ unter der Abbildung x, oder? Also es kommt natürlich auf die Abbildung x ganz wesentlich drauf an und auch was das μ damit macht. Also das nennt man dann das Bildmaß. So, dieses Bildmaß ist ganz, ganz entscheidend. Vor allem, wenn wir hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß haben. Also sagen wir mal, μ gleich p wäre Wahrscheinlichkeitsmaß. Dann ist es auch so, dass p nach x hoch minus 1, dass das eben hier ebenfalls ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.
Das behaupte ich natürlich, das muss man jetzt alles zeigen. Man muss erst einmal zeigen, das ist ein Maß. Und dann muss man zeigen, das hier gibt ein Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn das ursprüngliche Maß ein Wahrscheinlichkeitsmaß war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges. Man setzt dann Px gleich P nach x hoch minus 1. Also diesem Bildmaß, wenn wir hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß haben und damit hier eine Zufallsvariable haben, das nennt man Px und das ist die sogenannte Verteilung. Also das nennt sich Verteilung. Verteilung der Zufallsvariablen x. Und jetzt endlich sind wir an der Stelle angekommen, wo wir verstehen, was die ganze Zeit Verteilung heißen soll. Was beschreibt dieses Wahrscheinlichkeitsmaß? Ja, das beschreibt, wie sich die Werte von x im Bild verteilen, oder? Also man mehr als verteilen kann man sich darunter ja gar nicht mehr vorstellen. Und das also nennt sich die Verteilung. Immer wenn wir gesagt haben, Binomialverteilung, Normalverteilung oder was weiß ich was, dann hat sich das im Prinzip schon immer auf den Begriff bezogen. Wir haben das halt schon einmal ein bisschen verwendet. Aber jetzt wirklich, warum es Verteilung heißt, das sehen wir jetzt an der Stelle. Also das heißt Verteilung. Und mit Verteilungen werden wir wahnsinnig viel arbeiten. Also vielleicht aus der Schule ist euch der Begriff Verteilung sowieso total gebräuchlicher. Wir werden auch Verteilungsfunktionen kennenlernen. Also das wird ein ganz, ganz zentraler Begriff sein. Und ihr solltet bitte gut verstehen, was eine Verteilung ist. Und das fasse ich jetzt nochmal zusammen. Was ist das Px? Was ist der Definitionsbereich? Was ist hier der Definitionsbereich? Was ist die Sigma-Algebra, die wir jetzt also da betrachten? Also x sollte ich vielleicht nochmal da dazu sagen, also das geht jetzt in dem Fall von Omega nach L, gell? Also, schön, das sollte ich vielleicht da nochmal sagen, ab hier, gell, haben wir immer eine Zufallsvariable. Von Omega nach L. Also das, ja, sollte ich vielleicht nochmal dazu erwähnen. Was ist dann hier das Px? Wo ist das definiert? Na, das ist dann definiert auf der Sigma-Algebra im Bild. Also schaut mal die Skizze da drüben an. Wo misst das? Das misst hier in der Sigma-Algebra im Bild, oder? Also solche Mengen werden hier gemessen und bei uns ist das FB jetzt die Borel-Sigma-Algebra. Für Zufallsvariablen haben wir also da die Borel-Sigma-Algebra stehen und deswegen ist der Definitionsbereich einer Verteilung immer die Borel-Sigma-Algebra. Ja, und wo nimmt es Werte an? Eh klar, in 0,1. Okay, jetzt überlegen wir uns aber noch, was der zugehörige Funktionswert ist. Wenn ihr ein B aus BR nehmt, was ist dann das Px von B? Ja, jetzt kann man es hinschreiben. Also das ist das Wahrscheinlichkeitsmaß hintereinander ausgeführt. So kann man dazu sprechen mit B, also dieses Bildmaß. Und das finde ich jetzt aber wenig entscheidend, gell? Also das möchte ich gleich dazu sagen. Also wenn ich bei Prüfungen oft frage, was ist deine Verteilung, dann heißt es ja dieses Bildmaß P nach x hoch minus 1. Dann stelle ich die Frage, wie ist es definiert? Und sehr häufig muss ich leider feststellen, dass man nicht einmal den Definitionsbereich und auch nicht den Bildbereich hinschreiben kann. Das bringt dann nichts, wenn ihr euch nur merkt, p nach x hoch minus 1 und nicht wisst, wie es definiert ist, das, oder kann man nicht damit arbeiten. Aber wie arbeitet man meistens damit? Na so. Und für das haben wir aber noch eine andere Schreibweise. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in b liegt. Ja, genauso, wie wir es die ganze Zeit jetzt motiviert haben. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in B liegt. Noch einmal, was macht die Verteilung? Die Verteilung misst die Wahrscheinlichkeiten, dass die Zufallsvariable Werte in einer bestimmten Borel-Menge annimmt. Und deswegen sehr sinnvoller Name. Sie betrachtet also, wie die Werte von x verteilt sind, oder? Und was eben da die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten sind. Gut, das solltet ihr euch einmal zunächst zur Verteilung merken. Viele Beispiele von Verteilungen kennen wir bereits, werden wir aber dann nochmal genauer arbeiten. Beispielsweise, wenn dieses Px dann schlussendlich eine Normalverteilung ist, eine Normalverteilung ist nämlich auch auf der Borel-Sigma-Algebra definiert, dann werden wir die Zufallsgröße normalverteilt nennen. Wenn es eine Binomialverteilung ist, binomialverteilt. Und da seht ihr, jetzt kommen also diese ganzen Begrifflichkeiten in ganz natürlicher Art und Weise und das werden wir also die nächsten Male besprechen. Für heute, danke.
Thank you.